Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lago Winch. Wir haben, nee, zur Halle wollen wir nicht. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass Silos? Ich glaube ja. Nee, so nicht. Dass wir eine Assistentin hier in dem anderen Labor haben. Und die werden wir jetzt mal aufsuchen. Denn die könnte möglicherweise wissen, wohin der verschwundene Wissenschaftler hingezogen ist, ne? Erst kürzlich, weil wir dessen Adresse nicht wissen. So, meine Liebe. Hier drüben. I heard you might have his new address. Who told you? Javier Escondido. That old grouch? He hates everybody. He and Jack didn't get on at all. What about you? How well did you get on with Jack? Aha, gut. I already told you. Jack was an idealist. A revolutionary in his own way. A man concerned for the good of humanity. Ja. In the meantime, two men are 6 feet under. I need Jack's address, Miss Paz. I count on sorting this matter out my way, Miss Paz. I'm not a member of the police. I'm not here to give you a hard time. Ja, ich bin nur dein Boss hier, ne? I'm sure you must know Jack's new address. Am I right, Miss Paz? All right, Sie sind gekündigt. All right. Jack did mention he was moving. If I remember correctly, it was 324 Avenida Marcos in the southern suburbs of Veracruz. Thank you. I'm sorry to be so insistent, but this is a very serious matter. Aber da hinten ist der Notausgang. So then, what did you come up with? The surveillance company's clean. That said, those guys are steaming. They're talking about revenge. Some of them think the missing researcher's the one who did it. Ja, der ist unschuldig. Good. We're just about to pay him a visit. Der ist unschuldig. Wäre zu offensichtlich. Ganz einfach. So, 324 Avenida Marcos, Veracruz, irgendeine Uhrzeit. Be careful, Largo. Jack Place might be lying in wait inside. Remember, two guards have already bit the bullet. This is for real. Okay, you keep an eye out. I'll go see if the door's open. Okay, warte mal. PDA-Time. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, aber ich sollte vorsichtig sein. Jack könnte dort auf der Lauer liegen und mich in einen hübschen Hinterhalt locken. Einen hübschen vor allem. So, was haben wir denn hier? Toll, Geräusche haben wir. Hier haben wir Ziegel. Mülltonnen. Ich brauche nicht im Müll rumwühlen, aber wir haben hier eine Leiter. Diese Leiter ist völlig von Holzwürmern zerfressen. Die Sprossen sind unter meinem Gewicht zerbrochen. Oh. Hier geht's nicht weiter. Das ist gut auf die eine Art und Weise. Aber hier hinten geht's. Oh, hier sind Klamotten. Wäsche, schon eine Weile trocken. Nicht anfassen. Nachbarn könnten mich für einen Einbrecher halten. Oh, oh. Hinten ist doch eine Hintertür. Ich kann da nichts durcherkennen. Weg von diesem Fenster. So, was haben wir hier noch? Ein Tontopf. Ach, guck mal, was da drin ist. Schlüssel nehmen. Ich habe einen Schlüssel. Und den werde ich jetzt benutzen. Let me go in first. I want to make sure the coast is clear. Die ist so wie die Leibgarde, Leibwache, hä? It's okay, Largo. All's clear. I'll let you check the place over. Looks like this guy left in a hurry. He might have forgotten something. I'll go ask the neighbors some questions. Joy hatte recht. Jack Place muss ein paar Hinweise zurückgelassen haben. Nun gehen wir erstmal. Hat er was verbrannt?
Ein alter Holzofen. Wenn die Dokumente in diesem Ofen verbrannt wurden, ist jetzt nichts als Asche übrig. Ein Mantel und ein altes Paar Schuhe. Das hat keinen Sinn. Ein Anrufbeantworter mit Kassette. Da ist keine Kassette drin. Mit ein bisschen Glück wurde die Kassette für den Anrufbeantworter nicht zerstört. Nur wir bloß finden, ne? Halt. Ein altes Radio und ein paar Bücher. Nichts Interessantes. Eine Mariachi-Gitarre. Ist nichts drin versteckt. Pizzen. Das ist ein mehrere Tage altes Stück Pizza. Da wandern so ja Pixel rum. Lassen wir die Fliegen auch noch den Rest davon essen. Können wir da hinten... Upsala, können wir da hinten ran? Ein wissenschaftliches Buch. Nimm mit. In diesem Buch über Molekularbiologie steckt ein Stück Papier. Nichts drauf. Okay. Was? Zwei Hemden, Unterhose, ein leerer Schuhkarton. Es gibt kein... Achso, nichts Interessantes drin. Da liegt an der Kassette im Mülleimer. Nimm mit. Ist nicht zurückgespult. Verdammt, das müssen wir erstmal machen. Mit Bleistift. Der Computer hat dafür die Seite Passwort eingeben angehalten. Okay, da bin ich mal gespannt. Da haben wir wahrscheinlich Passwort. Wir brauchen Bleistift. Wahrscheinlich ist auf dem leeren Blatt irgendwas durchgeschrieben. Das Bett von Jack Place. Hier hat schon seit ein paar Tagen keiner mehr geschlafen. Badezimmertüre, kein verdächtigen Gerüche. Bitte. Eine Spüle, die aussieht, als wäre sie als Waschbecken benutzt worden. Was für ein Saustall. Ein Kühlschrank. Ein Reagenzglas. Da ist eine klare Flüssigkeit drin. Riecht ein bisschen wie Zitronensäure. Ah, da hat jemand mit Geheimtinte geschrieben. Die Feuerstelle ist nur Dekoration, darauf steht billiger Schnickschnack. Warte mal. In dieser Feuerstelle ist nichts verbrannt. Oh, was ist das da unten? Okay, sieht er nicht. Aber wir haben eine Kassette, warte. Senor Place, I am calling to remind you once again about the electron gun and the spectrometer we sold you on credit. You must understand that we will be forced to take this matter up with your bank if you do not meet your payments. Please contact us without further delay, so that we can sort out this problem. Okay, also fremd hatte der nichts. Fremdkohle. Einige Hinweise könnten mir dabei helfen, das Passwort zu Jack Places Computer zu hacken. Ist da noch was drauf? Senor Place, I am calling to remind you once again about the electron gun and the spectrometer we sold you on credit. Ich kann es anhalten. You must understand that we will be forced to take this matter up with your bank if you do not meet your payments. Please contact us without further delay. So that we can sort out this problem. Mhm. Ich brauche einen Bleistift. Ach, warte mal, wir haben Kohle. Warte mal. Vielleicht geht es ja. Macht keinen Sinn. Da ist nichts zu gucken. Nichts drauf.
Ich nutze das mal. Die Flüssigkeit hat einige Buchstaben sichtbar gemacht. Agylab. Okay. Agylab. Ich muss das Ding hier loswerden, so. Lab. Rauskommt. Bankauszug relativ zeitnah. Konto, Währung, US-Dollar. Müsste das Geld, was da drauf stehen? Warte mal. Abbuchung 1000 Dollar, 125, 970, Abbuchung 2000. Dauerauftrag, Abbuchung 2000. Gehalt 5000. Kredit, Abbuchung. Ich würde mal sagen, das sieht jetzt erstmal ganz normal aus, oder? Ja, da ist nichts parallel Geld reingegangen. Es sind nur sehr hohe Abbuchungen davon losgegangen. Anfangs bestand 100 Kilogramm genetisch modifizierter Samen, verteilt auf 50 Proben mit Patentenverwertungsrecht. Eine Pflanze, 6 Wurzeln, Fruchtknoten, 2 Fruchtblätter, A, bla bla. Neue Saat mit jährlicher Ertragsrate, die 54% über der der normalen Sorten liegt. Öl, 90 Samen, A, 7 Milligramm, anstelle von 10 bis 30 Samen, A, 4 Milligramm bei normalen Sorten. Pflanzenhöhe, 2,10 anstelle von 1,50. Nährwert, Proteingehalt, 57% statt 36. Völlig frei von Gerbstoffen, Glucose, Glucosinolate, fast bei 0. Die Qualität liegt zweifelsfrei weit über der aktuell marktüblichen Doppel-Null-Qualität. Ist das jetzt gut oder schlecht? Verluste durch Feuchtigkeit 0,5 statt 2%. Jährliche Wachstumsrate des Anbaus 67%. Zielverkäufe für Proben und patentierte Verwertungsrechte China. 5.500 Tonnen Kanada, Indien. Patentierte Verwertungsrechte bei Beachtung des Umsatzwachstums mit Abschlag bei 30%. Basis 25.000 Euro pro agrarwirtschaftlicher Nutzung. 50 Proben, entsprechend 50 Verwertungen. Abgaben 25.000 mal 50, 1,25 Millionen, 1,25 Millionen und 37%, Gesamt über 3 Jahre 5 Millionen Nettoerlös. Okay, interessant würde ich mal sagen. Okay. Dann gucken wir mal, ob Joy mehr Glück hat. Oh. 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 Americano. Americano. Oh Gott, der rechts sieht ja richtig cool aus. Eieieiei. Ich glaube, Pablo kann ganz gut ein... Ach toll. Ach komm, hör auf. Oh, danke. Oh nein, der trifft. Nicht. Ja, mitten in die Fresse rein. Jawohl. Ausweichen. Jawohl. Jawohl. Oh, bitte nicht treffen lassen. Okay, der muss dran glauben. Einer weniger ist einer weniger, ne? Komm. Oh, komm, treffen. Jawohl, noch einmal treffen, bitte. Bitte. Oh, komm. Ich hätte mal einen Stein nehmen sollen. Oh Gott. Ey, das kann doch nicht sein. Oh, nö. Oh, danke. Fall um.
Ich hab ja nichts anderes, ne? Was? Ach, der absorbiert, ja? Ich glaube, die vermöbeln uns jetzt wirklich. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, nochmal. Nein! Stirbt. Toll. Nein! Nein! Ach, hör auf! Hör auf! Nein! Das ist... Oh, ist das gemein. Ja, ich werde dann mal hier an der Stelle spielen. Ne? Bis an die Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin, euer Firefox.